Hi Leute, heute geht es nochmal um die Lupin SLAX 2023. Zunächst möchte ich euch aber noch das Vorgängermodell zeigen. Sieht so erstmal genauso aus, hat aber ein paar Watt weniger. Das ist das Vorgängermodell mit 30 Watt. Die 2023 hat, glaube ich, 38 Watt. Ja, bei dem Vorgängermodell war dieser Akku dabei. Der ist ein bisschen kleiner wie von der 2023. Und dieser Akku hat 2 Jahre, in denen ich die Lampe benutzt habe, wirklich ohne Probleme funktioniert. Und da habe ich mir gedacht, wenn der Akku doch wirklich ohne Probleme funktioniert, dann benutze doch bei der neuen Lampe nicht den neuen Akku, sondern benutze erstmal weiter den alten Akku. Und dann wollte ich mir quasi den neuen Akku so ein bisschen auf Reserve legen, ein bisschen schonen. Zumal ich ja sowieso weiter mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und also eine Lampe brauche. Das ist jetzt hier der neue Akku von der SLAX 2023. Hatte ich schon mal gezeigt in dem Video. Der ist halt ein bisschen dicker in allen Dimensionen und ein bisschen kleiner. Ja, was war jetzt das Problem? Ich habe ja mehrere Videos hochgeladen, dass die SLAX 2023 Probleme macht, dass sie nicht zuverlässig funktioniert, dass sie immer wieder blinkt und ausgeht. Und deshalb war die Lampe auch wirklich oft zur Reparatur. Ich glaube 4-mal oder so. Und es wurde unter anderem auch die Fernbedienung ausgetauscht. Und ja, Lupin hat wirklich alles versucht, um meine Probleme zu lösen. Das hat aber alles nicht funktioniert und jetzt haltet euch fest, die konnten meine Probleme nicht lösen, weil das Problem war hier, bei dem alten Akku. Also ich habe den Akku 2 Jahre ohne Probleme benutzt und ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ich die neue Lampe bekommen habe, die 2023er Version, da scheint dieser Akku kaputt gegangen zu sein und hat diese Probleme verursacht. Und ja, das ist eigentlich Hammer, dass das so ein Zufall ist. Auf jeden Fall hatte ich dem Akku keine Schuld gegeben, weil ich ja wusste, dass er immer funktioniert hat. War 2 Jahre lang kein Problem. Ja, und auf einmal geht er kaputt und ich hatte den einfach nicht im Verdacht. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass er das Problem ist. Ist er aber nun mal. Was ist das Problem? Du kannst den vollladen. Und wenn, du hast ja hier so Punkte, ich sage jetzt mal Punkte, Balken auf jeden Fall, wenn der ungefähr 1,5 von diesen Punkten verbraucht hat, also 70% ungefähr hat, dann fängt die Lampe an zu blinken und geht einfach aus, weil sie glaubt, der Akku ist leer oder der Akku sagt, ich bin leer, keine Ahnung, wie da die Kommunikation ist. Auf jeden Fall hat die Lampe mit diesem Akku nicht mehr zuverlässig funktioniert. Und ich habe eben halt der Lampe die Schuld gegeben, weil die Lampe war ja neu und nicht der Akku. Nun gut, jetzt habe ich hier einen Karton stehen von Lupin. Und ob ihr es glaubt oder nicht, nach diesem ganzen Hickhack, das hat sich jetzt wirklich ewig hingezogen, nach diesem ganzen Hickhack hat Lupin jetzt gesagt, pass auf, wir tauschen dein Set, was du da hast, um. Also komplett. Das heißt, ich habe jetzt hier, habe ich noch gar nicht aufgemacht, eine ganz neue SLAX 2023 drin. Und trotz dessen, dass eigentlich der Akku halt das Problem war, haben sie trotzdem gesagt, wir tauschen jetzt dein Set um. Also das ist jetzt hier das Set, was ich aktuell fahre. Die 2023 mit 38 Watt, genau, und halt hier diesen Akku. Und jetzt gucken wir mal hier rein. Da ist nämlich auch ein Retourschein. Das wird hier ausgetauscht, das heißt, ich schicke das hier zurück. Und hier, haltet euch fest, der Karton ist so glatt. In der Tat eine ganz neue. Also das muss ich sagen, nach allem, was vorgefallen ist, finde ich das von Lupin wirklich
ja, spitzenmäßig, dass die mir die Lampe austauschen. Also da habe ich echt nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier neue Fernbedienung, die neue Lampe. Ey, da habe ich echt nicht mit gerechnet, dass die das machen. Das finde ich so super. Habe ich nicht mehr dran geglaubt. Ja, und hier ist auch der neue Akku. Hammer. Ey, ganz ehrlich, das finde ich wirklich richtig Hammer. Nach allem, was vorgefallen ist, tauschen die mir das Set aus und ja, komme ich irgendwie noch gar nicht so richtig drauf klar. Das ist wirklich Bombe, also spitzenmäßiger Service. Obwohl die ja die ganze Zeit wirklich sich Mühe gegeben haben, mein Problem zu lösen. Die haben ja auch mir eine neue Fernbedienung geschickt, weil zwischenzeitlich die im Verdacht war, die Probleme zu machen. Die haben die Lampe mehrfach repariert, also und jetzt das, wirklich super. Ich wollte das in diesem Video mal klarstellen, dass die 2023 gar nicht schuld war und dass halt auch Lupin selber nicht schuld an der ganzen Misere war, sondern dass es einfach der alte Akku war, den ich da wirklich überhaupt nicht im Verdacht hatte. Ich hoffe, ich konnte das klarstellen und nicht, dass einige denken durch meine Videos halt, dass dieses Produkt nichts taugt. Es gab halt ein Problem und ja, das wurde jetzt behoben. In diesem Sinne, fahrt vorsichtig, setze meinen Helm auf und tschüss bis zum nächsten Mal.